Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Und ich kann mich nur anschließen, tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. So. Und heute heißt es also, herzlich willkommen zurück zu FIFA 98. Ist leider schon der dritte Spieltag. Ein Start in die Saison mit gemischten gegen Gefühlen. Das Spiel gegen RB Leipzig. Gegen den amtierenden hat er irgendwie nicht aufgenommen. Die Gegner natürlich doppelt motiviert. Ich habe es leider 2-1 verloren. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Schmelzer. Jetzt vielleicht der BVB. Macht er das Tor? Ach. Und das ist eine Ecke für Dortmund. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Rode. Er zieht ab. Voll. Der Pass. Nichts zu halten hier. Der Ball passt da ganz genau. Es gibt nichts zu halten. Ja, der passte wirklich ganz genau. Na komm, zeig doch nochmal das Tor. Da hat der Torwart nur hinterher geschaut. Aber zu halten gab es dann nichts. Ganz sicher nicht, Wolf. Hart und platziert geschossen. Kannst du nicht besser machen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Oh, schöne Flugkurve. Voll. Da freut er sich, der Trainer. Schon nach 6 Minuten der erste Treffer. Das kann gerne so weitergehen. Milosevic. Heller. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Super Timing. Den Ball holt er sich. Aubameyang. Adrian Ramos. Sauber vom Ball getrennt hier. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Nun Aubameyang. Adrian Ramos. Kagawa. Piszczek. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Und Aubameyang. Holland. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt schießt er. Ach, und da war er zur Stelle. Super Parade. Nun Aubameyang. Ach. Holland. Niemeyer. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchgang. Oh. Doch, es geht aus. Wollte schon sagen. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Mhm. Und das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Geht er rein? Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht. Rode. Piszczek. Und Schürrle. Vielleicht gibt das was. Aubameyang.
macht er ihn. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Nun Schürrle. Sie scheinen sich den Gegner zurechtzulegen. Aubameyang schießt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Gute Chance jetzt. Es mir gerade nichts Besseres eingefallen. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Wird's jetzt gefährlich. Tolle Flanke. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Schürrle. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Schürrle. Schön. Und Tor. Klasse. Man hatte sie im Vorfeld schon stärker eingeschätzt und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtigte Treffer. Die Schmach von genau Leipzig weg. Hier noch mal in der bis jetzt. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Zulu. Aubameyang. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Fairer Einsatz hier. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt ist er durch. Aubameyang. Oh, das macht er doch gut. Kraft. Den Ball hat er. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das könnte die Chance werden. Jetzt Aubameyang. Oh, oh. Das ist das Tor für den BVB. Das war knapp. Das war knapp. Sehr knapp. Sie bauen den Vorsprung hier weiter aus. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen weiter nach vorne. Und das. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Heller. Da trennt er ihn vom Ball. Adrian Ramos. Rode. Schmelzer. Nun Schürrle. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Klasse gespielt. Und er schießt. Wie macht er den denn rein? So kann man auf jeden Fall mal starten. Gleich im ersten Spiel trifft er. Spätestens jetzt dürften alle von diesem Transfer überzeugt sein. Und das war eine richtig starke Direktabnahme. Und auch das Zuspiel vorher. Klasse. Ein Riesentor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Vermeintlich klare Führung zur Pause, steht 3-1, aber wer weiß. Noch sind 45 Minuten zu gehen. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Rode. Er zieht ab. Immer noch kurz so ein bisschen weiter und dann weg. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen.
könnte eine Gelegenheit werden. Gefährliche Flanke. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Und Aubameyang. Das ist jetzt seine Chance. Adrian Ramos. Ja. Der Ball ist drin. Tor für Dortmund. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Nun Schürrle. Rode. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. So, ja, natürlich kein genau Problem. Er holt sich den Ball. Ups. Freistoßentscheidung korrekt. Komm, helf ihn hoch. In der Bundesliga geht's für die Gäste wie folgt weiter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war einfach. Und er hat den Ball. Schürrle. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Castaldo. Der Ball wieder bei Dortmund. Kagawa. Komm, jetzt ist er durch. Schießt er ihn rein. Ja. Phänomenal. Ball. Ohne Worte. Ramos. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt rausgespielt. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Jetzt also der Spielstand. Na komm, wechseln wir mal. Hier muss ich raus. Jung wird. Der BVB will wechseln. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er spielt den Pass auf den Flügel und direkt zurückgespielt. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jung wird. Ja, was ist denn hier los? Und jetzt die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Vrančić. Eigentlich kann er das besser. Hier kommt der Ball nicht zum Mitspieler durch. Gondorf. Heller. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Och. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Florian Jungwirth. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball.
Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ah. Jetzt schießt er. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt wird's gefährlich. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Guerrero. Jetzt Aubameyang. Das könnte gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt gibt es Einwurf. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jung wird. Ballspiel gepfiffen. Es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Und jetzt gibt es hier Eckball. Für Ramos läuft's heute. Klasse Spiel bis hierhin. Starker Auftritt von ihm. Er versucht's aus allen Lagen. Er schraubt sich hoch. Oh. Noch ist Zeit. Und sie möchten den Spielstand gerne erträglicher gestalten. Der Ball geht allerdings nicht rein. Nach wie vor ist der BVB deutlich in Führung. Scheint nichts mehr anzubrennen hier. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Da kommt der Schuss. Sie lassen sich nicht hängen und hätten das Ergebnis fast erträglicher gestalten können. Sokratis am Ball. Guerrero. Nun Sokratis. Rode. 5:1 steht es hier, kurz vor Schluss. Das Ding ist natürlich durch. Buschi, lass uns doch mal auf den nächsten Gegner schauen. Der kommende Gegner von Borussia Dortmund heißt VfL Wolfsburg. Und in ihrer aktuellen Verfassung müssen sie kaum einen Gegner fürchten. Haaland. Sehr guter Einsatz. Adrian Ramos. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sehr gut reingespielt. Keine gute Flanke, der Verteidiger ist zuerst am Ball. Und Aubameyang. Und nun ein Schuss. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Vrančić. Wird das seine Torchance? Das macht er klasse. Die Flanke gut abgefangen. Der Schlusspfiff. Borussia Dortmund geht als Sieger vom Platz. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss. Und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja. 3 Spiele, 6 Punkte. Ist doch was. Dann bis zum nächsten Spiel. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So, so wie zuletzt der dritte, in seinem Doppelpack. 4. Spiel. Und die heutige Partie heißt VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger.
Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und so tritt der BVB heute also an. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Und die Saison läuft für sie bisher genau wie geplant. Punktetechnisch im Soll, spielerisch teils eine Augenweide. So kann man Meister werden. Kann, weil noch so viele Spiele zu spielen sind. Von wem reden die? Marc Bartra. Jetzt Aubameyang. Götze. Mario Götze hat im Grunde alles, um ein richtiger Weltstar zu werden, Buschi. Technisch extrem stark, sehr, sehr gutes Spielverständnis. Aber es fehlt im Moment, ist ja ein junger Kerl, die Konstanz in seinen Leistungen. Es gibt hier die Ecke. Götze! Benaglio, starke Parade. Marco Reus. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Marc Bartra. Wo ist er denn hin? Adrian Ramos. Und jetzt Reus. Reus. Adrian Ramos. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das könnte die Gelegenheit geben. Schön. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Viertelstunde rum. Wir haben das erste Tor. Draxler. Und der feiert heute Geburtstag. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und da holt er sich den Ball. Ja. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aubameyang! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Adrian Ramos. Jetzt müssen sie aufpassen. Flanke kommt, wird das eine Chance? Sie suchen die Lücke. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Sokratis klärt. Exzellentes Zweikampfverhalten. Und nicht zum Torwart, bist du wahnsinnig? Adrian Ramos. Und Aubameyang. Und Şahin. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Marco Reus. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Draxler. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Nur ein Pisscheck. Und Marco Reus. Aubameyang. Adrian Ramos. Den spielt er wieder zurück. Dembélé. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner. Macht er ihn! Und da verlieren sie den Ball. Einwurf für den BVB. Marc Bartra. Schmelzer. Und jetzt Reus. Jetzt Piszczek.
Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Caligiuri. Der Ball wieder bei Dortmund. Reus. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und er bringt den Ball rein. Ach, da ist er da und hat die Flanke. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Gomez. Wird's jetzt gefährlich. Der Ball kommt. Die Flanke war alles andere als präzise. Oh, Marco Reus. Dembélé. Jetzt Schein. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Draxler. Vierinha. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher. Spielen wir jetzt mal so weiter. Wolfsburg jetzt also mit dem Anstoß zu dieser zweiten Hälfte. Draxler. Jetzt wird's gefährlich. Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Dembélé! Och. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war sehr gut. Sogar mehr drin. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Das könnte gefährlich werden. Einwurf, der Ball war draußen. Jung. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Und nun Götze. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Caligiuri. Götze hier mit Vorwärtsdrang. Bam. Den Ball hat er ganz souverän. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Und natürlich auch wieder mit Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Reus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Dembélé. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gut reingespielt. Das wird Abstoß geben. Draxler. Super durchgesetzt. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da kommt der Schuss. Das macht er gut. Ja, wechseln wir auch mal.
Den Ball hält er fest. Der BVB will wechseln. Oh, Marco Reus. Piszczek. Götze. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Einwurf für den BVB. Nun Schürrle. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Götze am Ball. Aubameyang schießt. Ah. Den hält er super. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist doch normal. Mir nicht. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Das könnte eine Gelegenheit werden. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Kuba? Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Ja, Freiburg. Es geht gegen Freiburg im nächsten Bundesligaspiel. Draxler. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Schmelzer. Dembélé. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Piszczek! Den Ball abgewehrt. Und festgehalten. Klasse gemacht. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Wird das eine Torchance? Sokratis mit dem Einsatz hier. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Reus! Schön! Er macht das, das war's. Wieder einmal Reus, kann man schon sagen. Wenn es gefährlich wird, ist er häufig mittendrin. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Auch schöner okay. Pass. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Erste Tor der Bundesliga. Jetzt gibt es einen Wechsel beim BVB. Ach, die Zeit läuft echt da oben weiter. Sehr top. Dann alles sein. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Bruma. Luis Gustavo am Ball. Rodriguez jetzt am Ball. Gutes Tackling. Jetzt wird's gefährlich. Gut in den Lauf gespielt. Aubameyang. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Schürrle. Schuss von Aubameyang. Der BVB macht den Treffer.
Ja, Ball. Diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Tolles Spiel. Kiefer, natürlich bitter. Fünfte Tor der Bundesliga. Im vierten Spiel. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Arnold. Draxler. Jetzt müssen sie aufpassen. Flanke kommt gut in den Strafraum rein, trotzdem abgefangen. Der Schlusspfiff. 3:0 gewonnen. Borussia Dortmund geht als Sieger vom Platz. Einseitige Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück. Aber nix, immer weiter ab nach vorne. Klasse. Jawohl. In der Form, die er heute vier gezeigt Spiele, hat, drei ist er natürlich Siege. Unverzichtbar für die Mannschaft. Stop. Ganz toll. Also überragt. Denn wenn wir mal gucken, wie das nächste Spiel total ausgeht. Überzeugt und das nicht nur wegen der